Ja, meine geschätzten Damen und Herren, vorweg einmal bitte um Verzeihung, dass wir Sie heute mehrmals um entsprechende Zeitabstände um Geduld bitten mussten. Sie sehen aber, dass in der heutigen Sitzung einerseits eine ganze Reihe wichtiger Beschlüsse gefasst worden ist und natürlich auch die Causa Ziehen der Kolloption des Flughafens heute auf der Agenda gestanden ist. Dass wir uns die Sache nicht leicht gemacht haben, werden Sie auch aufgrund der Zeit und des zeitlichen Fortschrittes erkannt haben. Sie gestatten aber trotzdem, dass ich auch für die Bevölkerung Kärntens, die ja auch Recht darauf hat, über wichtige Bereiche, die wir heute in der normalen Agenda beschlossen haben, mit Ausnahme dieses einigen Hauptpunktes, dass ich darüber kurz informiere. Vorweg einmal eine sehr positive Nachricht. Wir haben, wie es gestern auch veröffentlicht wurde, im Jahr 2021 von allen österreichischen Bundesländern die höchste Wirtschaftswachstumsrate zustande gebracht und haben gestern auch erfahren, dass für das Jahr 2022 nach Tirol und nach Salzburg Kärnten die dritthöchste Wirtschaftszuwachsrate von 7,1%, 7,9, 7,5 waren die beiden erstgenannten Bundesländer, erreichen konnte. In den zahlreichen Tagesordnungspunkten, es war fast eine Rekordtagesordnung, möchte ich Ihnen jetzt staccato-artig wenigstens die wichtigsten Punkte, Beschlüsse näher bringen und konzentriere mich auf jene, die auch entsprechenden investiven, sozialen oder sonstigen Bereiche abdecken, die den Menschen in diesem Lande zugutekommen. Als allererstes möchte ich Ihnen den Umsetzungsbericht über das Standortmarketing 2022, auf den aufbauend wir dann beschlossen haben, dass wir das Jahr 2023 926.500 Euro wiederum investiert werden. Die Zielmärkte sind Süddeutschland, Norditalien, Slowenien, der Zielmarkt Österreich ohne Kärnten und dann die Veranstaltungen, Messe, Webseite der Zielmarkt Kärnten auch in einer Darstellung vorgesehen. Wir haben für die AVS den Förderantrag Inklusion, Betreuung von kooperativen Kleinklassen in Regelschulen, also die sogenannte Inklusionsstandorte, ein Bereich, in dem Kärnten im pädagogischen Bereich ganz vorne ist, zusätzlich mit 967.300 Euro im Rahmen eines Förderantrages auch beschlossen. Wir haben in weiterer Folge für die Kärntner Sportvereine, das haben wir bereits in der Vorwoche angekündigt, heute einstimmig die 540.000 Euro im Rahmen einer Soforthilfe aufgrund der aktuellen Teuerungen ebenso beschlossen, verbunden wiederum mit einem Appell an den zuständigen Vizekanzler, dafür zu sorgen, dass vor allem bei den großen Hallen, Eishallen etc. entsprechende Fördermaßnahmen wie bei der Sportreferentinnen- und Referententagung zugesichert auch eingehalten werden. Der Verein Blauer Würfel und Kidsmobil, ein sehr wichtiger pädagogischer Bereich auch im Hinsicht Technik, haben wir ebenso mit 400.000 Euro Förderung bedacht, wie die Weichenstellungen für das Kärntner Volkskulturjahr 2023, wo es um bereits entsprechende Vorbereitungsarbeiten und entsprechende Aufstockung einzelner Rahmenbuffets geht. Wir haben dann im Rahmen des Resilienzfonds, Sie wissen, dass Kärnten aufgrund der Verhandlungen, die mit Brüssel geführt worden sind, im Rahmen der österreichischen Verhandlungsergebnisse 32,57 Millionen für Maßnahmen im Sinne eines Green Deals, eines grünen Wandels bekommen haben. Aus diesem Fonds haben wir 2 Millionen Euro auch für die nachhaltige Reduzierung von Energiekosten, von Beleuchtungskosten, von anderen Bereichen für Sportvereine bei uns im Land Kärnten zur Verfügung gestellt und haben heute auch dieses Vorhaben einstimmig beschlossen. Bei der Kollegin Brettner haben wir den Betriebskostenzuschuss für das Bunte Haus im Völkermarkt in der Größenordnung von 387.000 Euro beschlossen. Hier geht es um die berufliche Integration von Jugendlichen, die Probleme im Schul- und in anderen Bereichen haben. Wir haben 270.000 Euro investiert, um endlich eine langjährige Forderung der Gesundheitspolitik zu realisieren, nämlich die Erweiterung des nationalen Kinderimpfkonzeptes und die Kostenübernahme für die humane Papillomavirenimpfung, die damit auch in der nächsten Zeit umgesetzt und durchgeführt wird und das österreichweit.
Es hat eine Zusatzvereinbarung zum Rahmenvertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Flugrettung bzw. die Erweiterung der Einsatzzeiten. Hier geht es ganz speziell um Nachtflüge, um auch hier höchstmöglichste Sicherheit bei der Flugrettung zustande zu bringen, in der Größenordnung von weiteren 150.000 Euro. Ebenso einstimmig beschlossen wie die Erhöhungen der Beiträge für den notärztlichen Bereitschaftsdienst auf jeweils 51 Euro pro Einsatzstunde in der Woche, unter der Woche und 66 an Wochenenden und Feiertagen. Sehr wichtig ist uns auch gewesen, dass wir im Bereich der Finanzierung von Hilfspersonal ohne spezielle Ausbildung als zusätzliches Ergänzungspersonal in Altenwohn- und Pflegeheimen einen großen Schritt gegen Ende des Jahres zu einer Entlastung des qualifizierten Pflegepersonals für Handreichdienste auch geschafft haben. Hier soll es 2 Vollzeitäquivalente je 50 Betten rechtlich möglich gehen. Hilfskräfte werden diesbezüglich eingesetzt. Die Kostenteilung zwischen Gemeinden, dem Land beträgt insgesamt 9,144 Millionen, was zu je 50% geschultert werden soll. Im Bereich der rechtlichen Änderungen haben wir einen Entwurf eines Gesetzes, mit dem das Chancengleichheitsgesetz und das Kärntner Familienförderungsgesetz sowie das Sozialhilfegesetz geändert werden, endlich einer langjährigen Forderung der Volksanwaltschaft und der Behindertenanwaltschaft des Landes Kärnten Rechnung getragen, sodass wir die geforderte Aufnahme von Leistungen in Zentren für psychosoziale Rehabilitation, wie es derzeit geheißen hat, wo man auch da und dort Inkriminierungen gesehen hat, nunmehr als psychosoziale Wohnbetreuung tituliert wird und auch Leistungen bei Suchterkrankungen im Kärntner Chancengleichheitsgesetz abgewickelt werden. Wie gesagt, eine seit mehreren Jahren uns beschäftigende Anregung durch die entsprechende Volksanwaltschaft des Bundes. Bei der Kollegin Schaunig haben wir eine Reihe von Investitionen. Und das sage ich deswegen auch ganz bewusst heute ermöglicht, weil auch diesbezügliche Bitten beim letzten Wirtschaftsforum der Wirtschaftskammer erhoben worden sind, dass man auch bei Bauaufträgen bereits ein leichtes Absinken im Verlauf des nächsten Jahres bei der Auftragslage bekennt. Wir haben heute beschlossen, dass das Technikzentrum die Erweiterung der Büroflächen, Zubau, Aufstockung der Garage mit rund 1,8 Millionen Euro vorgenommen werden sollte und das nach entsprechendem Fortschritt bereits im nächsten Jahr. Wir haben eine Reihe von Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds, Förderfällen von Cardbox Package in Wolfsberg über die Griffner Pulverbeschichtung bis zum Kompetenzzentrum Holz GmbH mit dem Projekt COMET, Wood Transition to a Sustainable Bio Economy, beschlossen, haben gleichzeitig das Budget des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds mit einer entsprechenden Aufnahme von Kofinanzierung in der Größenordnung von 11,3 Millionen ebenso beschlossen, wie dann auch in einem abschließenden Antrag eine gemeinsame Vorgehensweise bei Förderfällen, die mit dem Gründerzentrum BILD zusammenhängen und wo wir eine neue Südwestachse mit den Bundesländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg mit anbieten. Ein letztes, vielleicht auch die Bandbreite politischer Entscheidungen widerspiegelten Beschluss möchte ich noch unter dem Titel Living Paper Strategie 4 für lebensbegleitendes Lernen in Kärnten geben. In diesem größeren Zusammenhang eines Living Papers haben wir auch beschlossen, dass 2 weitere Gebärdendolmetscher oder Dolmetscherinnen Ausbildungen für die Gebärdensprache beschlossen werden. Auch das ist vielleicht vor Weihnachten ein gerade in diese Kreise hin wichtiges Zeichen, von dem ich überzeugt bin, dass es auch die entsprechende sozialen Background und Annahmeakzeptanz finden wird. Der territoriale Beschäftigungspakt, der ja bereits medial vorgestellt worden ist, umfasst heuer 54,6 Millionen Euro. Und ich kann Ihnen auch berichten, dass die daraus resultierenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nahezu sensationelle Ergebnisse gebracht haben. Eine durchschnittliche Vermittlungsquote in all diesen Projekten von knapp 60%, wobei die Arbeitsstiftung mit über 71% einen kaum zu überbietenden Arbeitsmarkterfolg, Vermittlungserfolg darstellt. Die Lehrstellenbeihilfe liegen nur ganz, ganz knapp dahinter.
Soweit die wesentlichsten Punkte von der Agenda. Ich nehme an, dass Kollege Gruber jetzt die Vorträge seinerseits machen wird und dass wir dann auch seinen letzten Punkt, der insgesamt, glaube ich, 5 Stunden 35 erbracht hat, näher beleuchten werden. Bitte, Martin. Danke, Herr Landeshauptmann, meine sehr geehrten Damen und Herren, geschätzte Medienvertreterinnen und Medienvertreter, liebe Zuhörer. Auch ich darf Sie zur heutigen Pressekonferenz herzlich begrüßen mit einem herzlichen Grüß Gott. Es ist ja auch die letzte Regierungssitzung im heurigen Jahr. Deshalb darf ich gleich zu Beginn Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben, Ihrer Familien wünschen und vor allem ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2023. Ich glaube auch, dass Sie mit mir heute ein Nachsehen haben, wenn ich heute ausnahmsweise mit dem nicht Beschlossenen beginne und das Beschlossene erst im Anschluss dann auch noch kommuniziere. Mein Antrag zur Rücknahme der Flughafenanteile und Ziehen der Call-Option wurde heute zum zweiten Mal durch die Stimmen der Regierungsmitglieder der SPÖ abgelehnt. Wir haben heute, und das haben Sie ja auch mitbekommen, im Kollegium sehr viel und sehr lange darüber diskutiert und es wurde mir auch versucht, die Beweggründe für die Ablehnung zu erläutern. Diese Entscheidung respektiere ich natürlich, aber ich muss sie nicht nachvollziehen können, weil für mich die Fakten einfach glasklar am Tisch liegen. Ich halte das heutige Nein daher für falsch und möchte auch kurz erklären, warum. Denn die Tatsache ist, dass weder Versprechen aus dem Frühjahr seitens des Mehrheitseigentümers, die nämlich nicht eingehalten worden sind, noch die Ankündigungen, Versprechen oder private Fluglinien etwas an den Parametern und Fakten ändern, die vertraglich für das Ziehen der Call-Option ausschlaggebend sind. Und diese Parameter, und zwar nur die, müssen die Entscheidungsgrundlage der Landesregierung darstellen und das müssen auch die Grundlagen für die Entscheidung sein. Da sprechen wir insbesondere von Passagierzahlen und von der wirtschaftlichen Situation am Flughafen. Die Mindestpassagierzahlen wurden 2021 nicht erreicht und sie wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch 2022 nicht erreicht werden. Und alles, was bisher öffentlich bekannt ist, zu einer offenbar drohenden negativen Fortbestandsprognose für die KfBG, ist höchst besorgniserregend. Denn eine unsichere wirtschaftliche Situation des Flughafens würde für die Kärntner Beteiligungsverwaltung die Gefahr bedeuten, als Miteigentümerin Schaden zu nehmen. Das sind die Parameter, nach denen die Regierung zu entscheiden hat. Und sie sind das Ergebnis eines vierjährigen Stillstands am Flughafen, verursacht durch einen Mehrheitseigentümer, der seine gesamte Energie darin investiert hat, nach den Grundstücken zu greifen, statt in den Flughafen selbst zu investieren. Ich weiß, dass er heute seine Lily Air präsentiert hat, mit schönen Jets, auf denen schöne Logos prangen. Aber wir dürfen uns als Regierung nicht von Logos oder Luftschlössern blenden lassen. Ich jedenfalls tue das nicht. Denn auch wenn ich keine Details zu internen Sitzungsunterlagen preisgeben werde, offenbart schon ein Blick auf die Inhalte der morgigen Generalversammlung der Flughafeneigentümer, worum es wirklich geht. Diese Chats sind für mich und stellen sich vor allem auch so dar, als reines Ablenkungsmanöver davon, dass Investor Orasch sich morgen die Grundstücke ohne Ausschreibung und zu einem unverschämt niedrigen Baurechtszins sichern will. Und er macht das wiederum zur Bedingung für Investitionen in den Flughafen, zu denen er vertraglich längst verpflichtet wäre. Und das, meine sehr geehrten Damen und Herren, zeigt sein wahres Gesicht und bestätigt noch einmal, dass die öffentliche Hand meiner Meinung nach das Ruder am Flughafen wieder übernehmen muss. Mein Koalitionspartner stimmt mit mir in dieser Frage nicht überein. Und ich sage noch einmal, das habe ich auch schon vor dem Sommer gesagt, als Demokrat akzeptiere ich das natürlich auch, auch wenn ich es nicht schlussendlich bis zum Ende auch verstehe. Denn durch dieses Zuwarten verlängert man diese fürchterliche Situation nur noch weiter, obwohl wir ja schon wissen, dass die Passagierzahlen auch 2022 praktisch unmöglich zu erreichen sind. Gleichzeitig wissen wir auch, dass durch dieses Zuwarten bis ins nächste Jahr höhere Kosten für die KPV und die Stadt Klagenfurt entstehen. Und hier sprechen wir von 800.000 Euro an Mehrkosten für die öffentliche Hand, wenn wir die Call-Option erst nächstes Jahr ziehen, obwohl wir es heuer schon gekonnt hätten. Damit droht der KPV ein wirtschaftlicher Schaden mit möglichen rechtlichen Konsequenzen, vor denen wir die Kärntner Beteiligungsverwaltung als Landesregierung auch schützen sollten. Für mich sind das keine Kleinigkeiten, über die man teilweise hinwegsieht,
weil jemand einfach ein paar Chats anmietet und diese auch heute präsentiert hat. Für mich ist das alles höchst dramatisch und besorgniserregend und sicherlich nicht im Interesse des Landes oder der Kärntner Beteiligungsverwaltung. Und wie gesagt, die Fakten sprechen eine klare Sprache und ich hoffe, ich konnte mit diesen Ausführungen auch erläutern, warum ich erneut die Rücknahme des Flughafens beantragt habe. Man könnte auch sagen, weil ich es als meine Aufgabe auch sehe, die Interessen Kärntens am Flughafen konsequent zu schützen. Der heutige Tag war die letzte Möglichkeit im heurigen Jahr, um einen Schlussstrich und ein Experiment mit einem Immobilieninvestor zu ziehen, das gescheitert ist und der öffentlichen Hand damit jedenfalls 800.000 Euro an Mehrkosten zu ersparen. Die Mehrheit in der Regierung hat aber leider anders entschieden und wollte diese Möglichkeit heute nicht nutzen. So viel zu meinem ersten Tagesordnungspunkt, den wir heute sehr lange und sehr intensiv diskutiert haben. Aber ich beschäftige mich natürlich nicht nur mit den Interessen Kärntens am Flughafen, mit der Flughafenbetriebsgesellschaft, mit der Kärntner Beteiligungsverwaltung, ist zwar eine sehr wichtige Aufgabe, ich habe mich aber auch um grundlegende Infrastrukturen in Kärnten zu kümmern und das widerspiegelt sich auch heute in den Beschlussfassungen. Und ich möchte da beginnen mit Straßen- und Brückenbaumaßnahmen für das erste Quartal 2023, nämlich die grundsätzliche Genehmigung für Investitionen von 15 Millionen Euro, die heuer notwendig waren, aufgrund dessen, dass wir nächstes Jahr eine Zwölftelregelung haben, kein Budget im heurigen Jahr beschlossen haben und damit auch kein Bauprogramm für das kommende Jahr. Aber um nicht ins Hintertreffen zu geraten und die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen auch in Umsetzung zu bringen, habe ich heute diesen Regierungssitzungsakt eingebracht mit einer Vielzahl von Projekten, die dazu dienen, Infrastruktur dem Stand der Technik und Zeit entsprechend herzurichten, weil unser Landes- und Bundesstraßennetz für mich die grundlegendste Infrastruktur dieses Landes bedeutet. Denn ohne funktionierende Verkehrsinfrastruktur findet keine Wirtschaft, keine Landwirtschaft statt, kann Gesundheitsversorgung nicht in Anspruch genommen werden, findet keine Bildung statt. Deshalb ist für mich das auch als Landesstraßenbaureferent so wesentlich, dass es gelungen ist, heute diesen Beschluss einstimmig zu verabschieden, um auch nächstes Jahr zügig in die Gänge zu kommen. Im gleichen Atemzug darf ich eine weitere grundsätzliche Infrastrukturinvestition auch nennen, die vor allem für den Bezirk Völkermarkt von entscheidender wirtschaftlicher Bedeutung auch die Weiterentwicklung betreffend anbelangt. Und das ist der Ankauf für Grund und Boden zur Realisierung des Schleifengleises beim Verladebahnhof in Künsdorf. Ich glaube auch, dass diese Investition in den Wirtschaftsstandort Kärnten und die Anbindung auch eines sehr wichtigen Wirtschaftsraumes an die Kornbahn ganz entscheidend und wichtig war und ist. Und deshalb wende ich auch als Straßenbaureferent, der zwar sonst nicht viel mit Schienen und Gleisen zu tun hat, dafür auf, auch diesen Verladebahnhof an das höherrangige Schienennetz anzubinden, um als Perspektive auch für die Zukunft im Wirtschaftsraum Völkermarkt und Unterkärnten zu dienen. Auch diesen Beschluss haben wir einstimmig verabschiedet. Und als letzten Punkt darf ich noch als Agrarreferent des Landes Kärnten zu Ihnen sprechen und vermelden, dass wir auch heute oder dass ich heute die Ergebnisse der Überprüfung der AGES zur Überwachung und Überprüfung nach dem Kärntner Gentechnikvorsorgegesetz präsentiert habe und darf voller Stolz auch verkünden, dass wie auch in den Jahren davor bestätigterweise kein gentechnisch verändertes Saatgut im heurigen Jahr in Kärnten in Umlauf gebracht worden ist. Kärnten ist damit im Anbau gentechnikfrei. Darauf sind wir stolz. Das haben wir auch als Regierung schon in vergangenen Zeiten auf den Weg gebracht. Und ich glaube, das ist ein grundsätzlich guter Zugang auch zu dieser Thematik. So viel ganz kurz von meiner Seite. Herzlichen Dank. Danke, Martin Gruber. Ich möchte jetzt natürlich auch den Standpunkt, der zu dieser Entscheidung beim ersten Tagesordnungspunkt meines Regierungskollegen geführt hat, Ihnen näher erläutern, möchte Ihnen aber auch mitbegründen, warum wir heute auch in Anwesenheit von Dr. Kreiner als einer der zuständigen Abteilungsleiter und derjenige, der diesen Akt auch mit vorbereitet hat, getroffen haben. Sie wissen, dass 5,5 Stunden, nennen Sie eine halbe Stunde weg, eine sehr ausführliche Erörterung darstellt. Das ist das zweite Mal. Beim ersten Mal haben wir auf 2 Sitzungstage 11 Stunden über diese Thematik bei 26 Auskunftspersonen diskutiert.
Dem diesjährigen Regierungssitzungsakt, also den heute vorgelegten, sind auch zwei Rechtsgutachten beigelegt worden, die die hohe Verantwortung, die Regierungsmitglieder bei der Abwägung einer so bedeutenden Entscheidung haben, auch mit entsprechenden Folgewirkungen bei einer nicht adäquaten Behandlung quasi die drohende Anzeige sowohl zivilrechtlich als auch strafrechtlich mitgeliefert hat. Es war daher für uns wichtig, dass wir die Frage des Ziehen der Kohloption auf Grundlage ausreichender sachbezogener Informationen zum Wohle der in den Paragraphen 3 des Kärntner Beteiligungsverwaltungsgesetzes festgehaltenen Grundsätzen geprüft haben. Das heißt, auf den Punkt gebracht, eine Entscheidung hat daher unter der Bedachtnahme auf die Interessen des Landes Kärnten, unter Beachtung volkswirtschaftlicher Gesichtspunkte und öffentlicher Interessen nach unternehmerischen Grundsätzen zu erfolgen. Und diese Abwägung, die im Regierungssitzungsakt grundgelegt wurde, haben wir, und ich denke, das können wir beide gemeinsam sagen, wirklich mit der notwendigen Tiefe, soweit es in einer Regierungssitzung möglich ist, auch bearbeitet unter Einhaltung aller auch notwendigen, vernünftigen Umganges zwischen zwei Koalitionspartnern, die über eine Legislaturperiode ganz genau in einer Frage wirklich unterschiedlicher Meinungen sind. Und ich möchte Ihnen gerne die Meinung meiner Fraktion auch darstellen, wissend, dass auch die Entscheidung, wie wir sie getroffen haben, vielleicht auch durch die allgemeine Stimmung, die sich über einige Zeit bereits in diesem Land entwickelt hat, nicht unmittelbar zu einem Vorteil gereichen mag. Wenn man es politisch einfacher haben möchte, könnte man es wahrscheinlich auch als eine Partei, die nicht die unmittelbare Zuständigkeit hat, tun. Wir haben aber diese von mir eingangs zitierte rechtliche Voraussetzung sehr, sehr ernst genommen. Und ich möchte Ihnen jetzt die wesentlichsten der Argumente, die uns zu unserer Haltung auch politisch veranlasst haben, näher bringen. Das Erste, ich habe den Flughafen immer, und ich war selber Jahre im Aufsichtsrat, als eine große Chance, als ein Fenster zur Welt gesehen. Daran haben auch die unterschiedlichen Entwicklungen, die zu Recht manchmal auch kritisiert worden ist, wie es Martin Gruber getan hat, keinen Abbruch getan. Denn es ist ein Flughafen mit Eisenbahnanschluss, mit Autobahnanschluss, mit Logistikcenter darauf, mit Grundstücken, die man weiterentwickeln kann, mit unmittelbarer Nähe zu einer Stadt über 100.000 Einwohner und mit ungeahnten Möglichkeiten wie beispielsweise Logistikcenter Austria Saus Villach Fürnitz, wo viele neue Möglichkeiten hier entstehen. Zweiter Punkt. Ich verstehe Politik auch in meiner Funktion als Landeshauptmann so, dass ich Entwicklungen, Dinge möglich mache. Bei aller berechtigten Skeptizismus, auch berechtigter Kritik in der einen oder anderen Frage der Entwicklung. Letztendlich haben wir einen mit allen möglichen rechtlichen Bereichen ausgestatteten Flughafen, der ein E4-Flughafen ist, der eine neue Landebahn bekommen hat, der Entwicklungspotenziale hat. Man möge nur daran denken, dass wir vor kurzem noch erster Standort für eine entsprechende Kasernenneubau mit einem Rechnungtragen des Luftlandebataillons und anderer Stationierungsaspekte waren. Ich habe als dritten Punkt auch alle Argumente abgewogen. Genauso wie meine Regierungskolleginnen und mein Regierungskollege Fellner von unserer Fraktion. Und wir sind auch einmütig und haben das abschließend noch einmal besprochen, zur Meinung gekommen, dass unter Abwägung aller volkswirtschaftlichen Gründe und der Gesamtsituation, wie sie jetzt ist, ein Ziehen der Kohloption nicht möglich ist und nicht diesen Interessen aus unserer Sicht entspricht. Es gibt, und das ist aus meiner Sicht auch klar und hat sich bereits beim letzten Mal herausgestellt, das letzte Mal war, wenn Sie sich erinnerten, der Mai-Termin mit zwei Terminen. Es hat seit damals keine entscheidenden Veränderungen in irgendeiner Art und Weise gegeben, die eine andere Verhaltensweise möglich macht und eine größere Chance darstellen würde, als es eine nochmalige Überprüfung des Ziehens einer Kohloption im Jahr 2023 für das Jahr 2022 wäre. Ich gutiere Kollegen Gruber,
dass die Ersparnis von, glaube ich, 658.000 für das Land Kärnten, 800.000 für beide Vertreter der öffentlichen Hand ein Grund ist. Aber in der Gesamtabwägung, in der Risikoabwägung, was passiert, wenn es hier zu Rechtsstreitigkeiten kommt, die nicht zu einem raschen Ende führen, die in wechselseitigen Beschuldigungen in jahrelangen Streits münden, was bedeutet das für einen Flughafen Klagenfurt? Es kann, und das schließe ich nicht aus, sogar dessen Ende bedeuten. Und daher hat die Abwägung aus diesem Aspekt für uns auch einen besonderen Wert gehabt. Der vierte Punkt. Wir haben einige Elemente in diesem Jahr nach dem langen Hearing von Mai gefunden, ob es 10-Punkte-Programme waren, die wir alle geteilt haben, ob es dann ein nur von wenigen nicht geteiltes 10-Punkte-Programm war, ob es danach Gespräche waren, bei denen wir versucht haben, in der Sache was weiterzubringen. Das waren politische Versuche. Ich habe keine wirklich nachhaltigen Versuche seitens der Kärntner Beteiligungsverwaltung, auch um hier aus einer Pattsituation mit unterschiedlichen Interessen zumindest auf dem Verhandlungswege Fortschritte zu erzielen. Auch das war dazu nicht angetan, dass ich hier große Fortschritte gesehen habe. Wenn aber heute beispielsweise, wie immer man es bewerten mag, aber Faktum ist, dass zumindest Flugzeuge dort stehen, Faktum ist, dass es einige Linien derzeit gibt, die einmal wöchentlich von Charleroi oder andere Destinationen anfliegen, Faktum ist, dass die Auer die Tagesrandverbindungen gestrichen hat und wir dringend für die Kärntner Wirtschaft, für die Kärntner Industrie, für den Kärntner Tourismus Anbindungen brauchen an einen internationalen Hub, auch mit den dafür notwendigen Weiterflügen und der notwendigen Gepäcksweiterverbringung. All das sind Dinge, die ausverhandelt werden müssen. All diese Dinge haben jetzt zumindest einen höheren Realisierungsanspruch mit dem heutigen Tag jedenfalls, als sie es vorher hatten. Und wenn ich jetzt direkt vergleiche, die Situation im Mai, mit der, wie sie sich heute darstellt, auch bei allem vielleicht berechtigten Skeptizismus, Begriffe wie Ablenkungsmanöver werden diesbezüglich gebraucht, ist es mehr, als es damals der Fall war. Und ich sehe doch hier, dass zumindest das Fluggeschäft eine unabdingbare Voraussetzung ist, um auch die Attraktivierung von Grundstücken und all dem, was drumherum ist, die ja manchmal auch nur durch die Flughafenbereiche Attraktivität finden, hier dargestellt werden. Wir haben auch in der Abwägung Call-Option 2021, ein Covid-Jahr und 2022 es uns nicht leicht gemacht. Aber sämtliche Erkundigungen, Gespräche, die wir auch geführt haben, außerhalb der zuständigen Gremien, besagen, dass das Jahr 2021, was Erfolgsaussichten betrifft, weitaus weniger einzuschätzen ist, wenn man eine Call-Option mit Erfolg ausstatten möchte, als es das darauffolgende Jahr 2022 wäre, wenn sich viele der Versprechungen, Ankündigungen oder heute Sichtbarmachbarkeiten nicht realisieren sollten. Ich möchte vielleicht zum Abschluss dieser Argumente etwas, was wirklich aufgefallen ist, noch einmal sagen. Wir haben nichts Neues an Informationen bekommen, mit Ausnahme, dass es vielleicht nicht die oder wahrscheinlich nicht die 100.000 heuer erreicht werden. Nichts Neues bekommen, was dazu uns veranlasst hätte, eine so bedeutsame und über einen Zeitraum von 11,5 Stunden gefasste Anhörung aller Verantwortungsträgerinnen und Träger in der damaligen Entscheidung zu relativieren. Ich möchte abschließend feststellen, dass es gerade am heutigen Tag für mich nicht angebracht ist und auch nicht begründbar wäre, eine Call-Option zu ziehen. Dafür nehme ich noch einmal die Begriffe volkswirtschaftliche Gesichtspunkte, öffentliches Interesse, das sich nicht auf einen engsten Zeitpunkt, sondern auf einen zumindest den ganzen nächsten Jahr zur Verfügung stehenden Zeitraum, um nämlich bei Täuschung noch eine Option ziehen zu können, nämlich die Call-Option 2022. Alle anderen Aspekte sind diesbezüglich für mich nicht schlagend geworden. Letzter Gedanke auch an die Beschäftigten. Immerhin 120 Personen
ist in diesem Zusammenhang Augenmerk zu richten. Ich glaube, dass es auch für Sie wert ist, dass wir versuchen, diesen Flughafen in seiner ureigensten Bestimmung voranzubringen. Stehen gerne für Fragen zur Verfügung. Online gibt es momentan keine Fragen. Christoph Glanschnick, ORF, bitte. Wenn jetzt die Rede davon ist, die Abwägungen in rechtlicher Hinsicht, beziehungsweise dass das Ziehen auch heuer womöglich einen Rechtsstreit zur Folge hätte, welche Wirkung hat denn die Call-Option in dem Vertrag überhaupt gehabt? Die Call-Option hat diesen Hinblick, es sind ja mehrere Punkte. Einer davon ist das Erreichen der Passagierzahl unter 100.000, die als Grund herangezogen werden kann, eine Call-Option zu ziehen. Das andere ist eben ein quasi Einstellen des Flugverkehrs, den es ja aus meiner Sicht nachweislich nicht gibt. Ein weiterer Grund, die Call-Option zu ziehen, ist, dass es zu einer Insolvenz des jeweiligen Unternehmens und damit Einstellung aller Tätigkeiten kommt. Wenn ich diese Punkte heranziehe, so haben sie immer Relevanz. Ob es Rechtsstreitigkeiten gibt oder nicht, ist ein Unterschied. Aber ich verweise in dem Zusammenhang auch auf eine einseitige Erörterung, die mir gegeben wurde nach einigen Gesprächen mit den Mehrheitseigentümern, wo er auch darauf hinweist, dass wenn die Dinge, die er angekündigt hat, HAP bzw. Passagierzahlen beide nicht eintreten, dass auch er akzeptieren bzw. verstehen würde, dass eine Call-Option gezogen wird. Ich glaube, wie immer man es bewerten mag, der Ernst der Sache ist allen bekannt. Und meine Damen und Herren, bitte einmal eine Sekunde innehalten. Die Debatte, die wir über diesen Klagenfurter Flughafen in aller Öffentlichkeit seit einer geraumen Zeit führen, ist nicht angetan, Attraktivität zu steigern. Weder für die derzeitigen Gesellschaftsverhältnisse, noch, wenn es so eintreten sollte, dass wir den irgendwann zurückhaben, für uns, um hier wieder Image, Renommee, Kontakte und Vertrauen aufzubauen. Und auch das ist ein Grund, der jetzt nicht nur fachlich, sondern letztendlich auch gesellschaftspolitisch zu bewerten ist. Und grundsätzlich geht es immer um das Wichtigste, die Interessen Kärntens am Flughafen, der Kärntnerinnen und Kärntner, auch bei den Flughafengrundstücken und dem Erhalt geschuldet einer der wichtigsten infrastrukturellen Einrichtungen dieses Landes und dieses Wirtschaftsstandortes. Und deshalb hat für mich die Monate zwischen der Regierungssitzung im Mai bis zum heutigen Tag schon einiges Relevantes mit an den Tag und aufs Tapet gebracht. Es waren zum einen die Forderungen, die wir als 10-Punkte-Papier aufgestellt haben, damit überhaupt eine Weiterverhandlung mit dem Mehrheitseigentümer stattfindet. Dem folgend eine Totalabsage des Mehrheitseigentümers, diese Punkte erfüllen zu wollen. Und schlussendlich hat es gegipfelt in einer Vereinbarung abgeschlossen zwischen dem Mehrheitseigentümer, dem Land Kärnten, Landeshauptmann Peter Kaiser und der Stadt Klagenfurt, ohne den operativ zuständigen KPV-Vorstand und der Landesaufsicht, also von mir. Und all diese Unterlagen haben eines gemeinsam. Es sind drinnen Versprechen aufgeführt, was nicht alles eingehalten wird und was gebracht wird, zum Erhalt des Flughafens auch beitragen zu wirken. Und nichts von diesen Punkten, kein einziger dieser Punkte, wurde vom Mehrheitseigentümer bis zum heutigen Tag erfüllt. Denn auch das Ablenkungsmanöver mit der Präsentation der Maschinen am heutigen Tag können ja nicht davon ablenken, dass zwar Hubs angeflogen werden, aber ohne Interlining und Codesharing, das für Wirtschaft und Wirtschaftstreibende und Beschäftigte bei uns in Kärnten von weniger Relevanz sind, als wie das eine Wirtschaftsanbindung Kärntens an die Welt oder der Welt an Kärnten noch bringen würde. Und deshalb sind diese Monate dazwischen schon auch sehr entscheidungsrelevant gewesen, vor allem auch meinerseits. Und das hat mich ja auch dazu gebracht, letztmalig im heurigen Jahr den Antrag auf Rückübernahme des Flughafens auch zu stellen, um noch größeren Schaden von der KPV abzuwenden. Und man muss schon ehrlich sagen, das Ziehen der Call-Option bedeutet ja nicht das Ende des Flughafens. Wenn man das so darstellt, dann hätte auf die Frage replizierend die Call-Option in einem solchen Vertrag wirklich keinen Sinn. Mit dem Ziehen der Call-Option ändern sich Mehrheits- und Eigentumsverhältnisse. Und die Geschäftsführung vor Ort ist verantwortlich
nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns dieses Unternehmen zu betreiben, diese Infrastruktur aufrechtzuerhalten und in eine positive Zukunft zu führen. Daran habe ich den Glauben bis zum heutigen Tage nicht verloren, weil das sind wir den Kärntnerinnen und Kärntner, unserem Wirtschaftsstandort, auch schuldig. Christoph Klanschik, ORF, bitte. Ich habe eine Frage an den Herrn Landeshauptmann, eine an den Herrn Landesrat Gruber. Herr Landeshauptmann, wenn ich Sie richtig verstehe, dann schließen Sie das Ziehen einer Kolloption nicht gänzlich aus, aber unter welchen Voraussetzungen würden Sie diesen Schritt setzen? Das ist die eine Frage an Sie und an Sie, Herr Landesrat. Jetzt haben Sie gesagt, das Kolloption ist nicht das Ende des Flughafens, aber wie soll es denn nach diesem Ziehen dann weitergehen? Diesen Plan B, den sind Sie uns bisher eigentlich noch schuldig geblieben. Herr Klanschik, wenn ich das vielleicht mit einer kleinen Retrospektive auch nachvollziehbar einleiten darf. Als wir die Entscheidung gefällt haben, den Flughafen teilzuprivatisieren in besagter Form, war es klar, dass es alternativlos ist und es war damals ein einstimmiger Beschluss. Wir haben das dann vollzogen, Sie kennen die ganze Geschichte, weil wir auch wussten, dass es ab dem Jahr 2024, wenn wir als öffentliche Hand Eigentümer, Hauptmehrheitseigentümer blieben, sowohl beihilfenrechtlich schwierig sein wird, Investitionen durchzuführen, als auch, und denken Sie jetzt zurück an die Covid-Krise, der Klagenfurter Airport einer der ganz, ganz wenigen war, ob dieser Mehrheitsverhältnisse in privater Hand, die auch entsprechende Finanzierungs- und Entschädigungszahlen bekommen haben. Wenn daher, wie es Martin gemeint hat, und wir haben darüber auch sehr intensiv diskutiert, zu einem Ziehen der Kohloption käme aus diesem Grund, muss die öffentliche Hand, wenn sie nicht sofort einen neuen privaten Investor hat, aus eigenem Bereich notwendige Investitionen, so es sie gibt, und die wird es immer geben bei einem Flughafen, treffen. Und darin komme ich zurück zum Anfang, weil wir das eben auch vorhergesehen haben. Und ich weiß, da laufen jetzt verschiedenste Verhandlungen mit Regionalflughäfen, aber Faktum ist, dass es beihilfenrechtlich bereits Charleroi-Urteile gibt. Faktum ist, dass es andere Bewertungen gibt, dass wir hier damit rechnen müssen, dass wenn es wieder in der öffentlichen Hand ist, es äußerst schwierig sein wird, Dinge einzuleiten. Ich zitiere die Flughafenexperten, die das letzte Mal als Auskunftspersonen dabei waren. Unter 2 Jahren bis zur Entwicklung neuer Destinationen und so weiter gibt es überhaupt keine Chance. Das merken wir jetzt auch beim eigenen Mehrheitseigentümer in unserem Land. Das heißt, diese Situationen machen es so schwierig. Und trotzdem hat die Kohloption natürlich einen Wert. Denn wenn jetzt, ich unterstelle, all das Trug und Lug ist, was uns heute hier vorgegaukelt wird, es keine Flugaufnahme geben wird, wenn das Ganze nach einem halben Jahr zu Ende sein sollte und die Passagierzahl nicht erreicht ist, kann uns niemand hindern und wir haben eine weitaus bessere Rechtsposition, wenn das dann im nächsten Jahr gemacht wird. Ja, ich gestehe, 800.000 Euro müssen wir mehr zahlen, als es jetzt der Fall wäre. Aber in Abwägung aller Risiken, 800.000 oder 660.000 versus der schlimmen Situation, die auf uns zukommen könnte und auch einer zum heutigen Tag jetzt auch sichtbar machen, dass es zumindest nicht wenig an Investitionen, Leasingraten oder was auch immer das Mehrheitseigentümer tut, das macht die Abwägung für uns so klar, dass wir die Entscheidung getroffen haben, wie wir sie auch heute zum zweiten Mal bestätigend getroffen haben. Wobei das nicht die Grundlage sein kann, um Grund und Boden für einen Spottpreis an einen Mehrheitseigentümer, die Lily Hill Group, zu verschenken. Aber zur Frage kommen, nämlich Plan A, Plan B. Wäre Plan A aus 2018 in Umsetzung geraten, bräuchten wir diese gesamten Diskussionen nicht. Und diese Umsetzung des Plan A ist der Mehrheitseigentümer bis zum heutigen Tag schuldig, denn das ist der Beteiligungsvertrag mit Strategieplan. Der Vertragsbestandteil ist, wie er bei der Privatisierung vom Mehrheitseigentümer auch unterfertigt worden ist. Und ich habe auch keine Angst davor, diese Call-Option zu ziehen. Denn wenn die öffentliche Hand wieder Eigentümerin des Flughafens ist, kann man die Geschäftsführung abberufen und dann eine neue Geschäftsführung damit beauftragen, das Betriebskonzept zu erarbeiten und diesen Flughafen auch Richtung Zukunft
weiterzuentwickeln. Und ich möchte das vielleicht nur in einem kleinen Beispiel festmachen, damit Sie verstehen, was Sie von mir verlangen. Es ist nämlich das Gleiche wie beispielsweise beim Stadttheater in Klagenfurt. Darüber hat der Herr Landeshauptmann in bewährter Art und Weise die Landesaufsicht. Wenn der Spielplan nicht funktioniert oder Probleme bei der kaufmännischen Leitung auftauchen, wird dann der Herr Landeshauptmann einen neuen Spielplan erarbeiten, ist die Frage. Ich denke, er wird diese Verantwortung wohl beim Intendanten und der kaufmännischen Leitung belassen oder sich eben darum kümmern, dass eine neue Leitung es besser machen kann als wie die bisherige. Und jetzt meine Frage, wieso soll das beim Flughafen anders sein? Es ist nicht meine Hauptverantwortung, das weiterzuentwickeln. Es ist meine Hauptaufgabe, die Interessen Kärntens und der Kärntnerinnen und Kärntner beim Flughafen, Betrieb wie auch Liegenschaften zu wahren. Und das werde ich auch zukünftig ganz konsequent tun. Und was heute in dieser Regierungssitzung sehr intensiv und breit diskutiert worden ist, nur um auf eine Frage zu antworten, die gar nicht gestellt worden ist, aber ich nehme mir das jetzt bitte heraus, Herr Glanschnig, Sie verzeihen, auf eine Frage zu antworten, ist die des rechtlichen Risikos. Wir haben in der Regierungssitzung im Mai des vorigen Jahres auch die Rechtsgutachten zugrunde gelegt, die für das Jahr 2021 Corona nicht mehr als betriebsbehindernder ausschlaggebender Grund sein, um die Call-Option nicht zu ziehen. Also für mich ist dieses rechtliche Gutachten eine Grundlage, auf derer ich meine Entscheidungen auch stütze. Und es wäre im Endeffekt fatal, wissend zum Ende des vorigen Jahres, wo wir uns Richtung Ende Jahr bewegen und die Passagierzahlen für 2022, das heurige Jahr, 100.000 wieder nicht überschreiten werden, fahrlässig fürs 19er Jahr das nicht zu ziehen und im 22er Jahr das Ziehen fürs 21, das Ziehen im 23er Jahr fürs 22er Jahr, ist ein bisschen kompliziert, nachzuschießen, um auch abgesichert einen etwaigen, vielleicht auftretenden Rechtsstreit auch zu bestreiten. Wobei, wenn man ehrlich ist und man unterstellt, dass jeder rechtskonform an diese Situation herangeht, es de facto gar kein Risiko gibt eines Prozesses, weil dann sind Anteile aufgrund von Nichterfüllungen der Call-Optionsgrundlagen rückzuübertragen. Gibt es weitere Fragen? Andrea Bergmann, eine Zeitung bitte. Aus Regierungsbüros war ja heute während der Wartezeit zu hören, dass die Stimmung sehr angespannt, hoch angespannt sei. Auch mit Blick auf die Koalition, stand die Koalition heute auf der Kippe? Also die Situation und auch das Gesprächsklima war bei Gott nicht angespannt und das wird der Abteilungsleiter Greiner auch bestätigen, der während der Sitzung anwesend war. Es war eine hochintensive, sehr inhaltlich geführte Debatte von unterschiedlichen Standpunkten kommend, die sich dann eben in der Beschlusslage, wie ich es vorher auch ausgeführt habe, manifestiert und dargestellt haben. Und wie gesagt, ich bin Demokrat genug, um Mehrheitsentscheidungen auch zu akzeptieren, zu respektieren. Ich muss sie zwar nicht immer verstehen, aber das tue ich. Und die Gründe, warum die Kolleginnen und Kollegen der SPÖ-Fraktion so entschieden haben, hat der Herr Landeshauptmann, glaube ich, sehr breit ausgeführt. Wie gesagt, die Stimmung war bei Gott keine schlechte. Wir haben uns zum Schluss einer frohe Weihnachten gewünscht und wurden vom Herrn Landeshauptmann beschenkt. Sie sehen meine unendliche Güte. Nein, darf ich vielleicht von meiner Seite das nochmal machen? Ich glaube, dass es ein Wesen der Politik ist, dass man auch in einer politischen Partnerschaft in den einen oder anderen Punkt versucht, bei divergierenden Meinungen zu einem Konsens zu kommen. In einer so entscheidenden Frage, und ich werte jetzt nicht, wo du nur hopp oder drop und nicht Kompromisse oder andere Dinge zur Abstimmung hast, wo du auch Leitlinien haben und Frau Bergmann eine strafrechtliche und eine zivilrechtliche Beobachtung für all dein Handeln in Verantwortung selbst zu übernehmen, und da hilft kein Regierungskollegium. Da ist es die persönliche Haftung, die jeder übernimmt. Das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, der man sich stellt, und wir haben es getan, auch mit unterschiedlichem Ergebnis. Der Vorteil dieses Ergebnisses ist, dass die Call-Option-Ziehung in dieser konkreten Frage unter den gegebenen Umständen nach reiflicher Prüfung nicht gezogen wird und daher keine weiteren anderen rechtlichen Folgewirkungen für irgendjemanden vorhanden sind.
Und trotzdem werden der Martin Gruber und der Peter Kaiser gemeinsam auch weiterhin die Geschicke dieses Landes führen. Und wir werden auch in dieser Frage permanent beobachten und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Denn wir sind beide einerseits der Kärntner Bevölkerung, der Wahrung unserer Interessen, aber andererseits natürlich auch einer Infrastruktureinrichtung wie diesem Flughof und einer positiven Entwicklung verpflichtet. Und das können wir auch mit einer unterschiedlichen Position in der Frage des Ziehens der Call-Option tun. Und nächstes Jahr ist nächstes Jahr. Gibt es weitere Fragen? Es sind alle Fragen beantwortet. Dankeschön. Dann darf ich mich, genauso wie Martin Gruber, bei Ihnen auch für die gesamte Regierung bedanken für die gute Kooperation. Ich bedanke mich bei Ihnen auch für die ständige Berichterstattung und wünsche Ihnen, vor allem aber Ihren Familienmitgliedern, Ihren Liebsten, ein wunderschönes Weihnachtsfest und vor allem ein gesundes 2023. In dem Sinne, bis bald. Alles Gute.